Löwen fällen harte Urteile. Porridge, Spülmaschinenhelferlein und Sportklamotten. So richtig ausgefallene Produkte gab es am Dienstag in der Höhle der Löwen nicht zu bestaunen. Dafür war auf der zwischenmenschlichen Ebene einiges los. Die fünf Investoren packten einige Kandidaten richtig hart an. Für andere gab es warme Worte, aber kein Geld. Ein Gründer steigerte sich in einen Endorphin-Rausch. Und die beiden Löwinnen ließen sich, ganz klischeehaft, von Kindern und rieselnden Rosenblättern verzücken. Porridge, ein britischer Frühstücksklassiker. Klingt langweilig. Muss aber gar nicht so schmecken. Finden zumindest Caroline Steingruber und Dim Michols, die unter dem Label 3 Bars große Teile des Müsli-Segments für die Haferspeise abzwacken wollen. Zum Beispiel mit der Geschmacksrichtung Monige Banane. Carsten Maschmöller fehlte die Erfindung an der Geschichte. Aber Frank Thelen und Judith Williams heckten einen Deal aus, auch, weil Thelen gute Gründe am Werk sah. Sie boten zusammen für das Produkt 150.000 Euro für 30%. Die beiden Gründer wurden beim Nachverhandeln Porridge weich, und so stand das Geschäft letztlich schnell. Das Logo der 3 Bars wird jetzt wohl übrigens noch Augen bekommen. Denn Bären ohne Augen, das mag Thelen gar nicht. Fast noch habüer war der Stuttgarter Erfinder Oliver Rukitter. Er will mit Rukitters Rostcheck das drängende Problem rostiger Messer in der Spülmaschine lösen. Die Damen in der Runde passten aufgrund mangelnder Erfahrung mit Rost am Besteck, kein Rost am Messer sei aber auch nicht schlimm, tröstete Rukitters. Dafür sah Dauerinvestor Frank Dümmel einen Riesenmarkt und schnappte sich 35 des noch zu gründenden Unternehmens für 100.000 Euro. Mein Liebling, Dümmel, frohlockte Rukitter, und macht seinem anderen Liebling, Freundin Nadine, gleich noch einen Hochzeitsantrag im TV. Ebenfalls einen Wunschlöwen fanden die Sportbekleidungsmacher von Morotai. Sie dürften künftig in Dagmar Wörls Textilimperium zu finden sein. Streicheleinheiten, aber leider überhaupt kein Geld gab's für die Schultütenmacher von der Kleine Knick und die Erfinder der Bühnenrieselmaschine Feirisnur. Erstere brachten mit süßen kleinen Kindern und putzigen Einhorn-Schultüten Judith Williams und Dagmar Wörl zum Strahlen. Zweitere mit herabsegelnden Rosenblüten und Bühnenregeln, der nicht nass macht. Allein, die Schultüten fand Williams zwar klasse, aber auch deutlich zu saisonal ausgerichtet. Und den Machern der innovativen Bühnenmaschine rieten die Löwen nahezu einhellig, lieber einfach in Ruhe zu wachsen, statt die Firma zu verkaufen. Davon können sie sich freilich nichts kaufen. Außergewöhnlich vernichtende Urteile mussten die Köpfe hinter der Kunstabwühl einstecken. Ihre eigentlich nette Idee, eine App,
in der Menschen ganz ohne Galeriebesuch Kunst direkt vom Künstler kaufen können. Ein Tinder für Kunst wollte Matthias Dörner und Timo Hahn schaffen. Dafür hatten die Löwen allerdings keinen Sinn. Wörl vermisste das haptische, Williams die Artsiness und der erwünschten Vervielfachung des Wertes der Kunst nachspüren zu können. Nun ja. Die Herren der Zunft setzten aber sogar zum Verriss an. Die Firmenbewertung von 1 Million Euro sei anmaßend, eine Frechheit, ätzte Maschmür, sogar von einem Desaster sprach der Finanzexperte. Schwaches Produkt, schwacher Auftritt, schwache Zahlen, trat Thelen nach dem Abgang der Gründer nach.